Dankeschön. What? Ja. Und ihr dachtet, wir fangen mit unserem Song an. Wir haben im März ein Lied bekommen, das heißt, Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Glaube im Herzen, der Berge versetzt. Und ich bin Pastor in Berlin und ich konnte meinen Augen und Ohren nicht trauen. Die Kirche hat komplett geschwiegen. Und ich stehe heute hier und sage, nein, das kann nicht sein. Gerade in Zeiten der Not muss die Kirche für die Menschen da sein. Es ist schier unglaublich, wie viele Pastoren sich nicht gemeldet haben, die Kranken alleine lassen, die Sterbenden nicht besuchen. Wir haben von Anfang an gesagt, nein, und wir haben das Netzwerk gegründet, Christen im Widerstand. Und momentan werden wir jeden Tag 10 bis 20 Leute mehr in Deutschland. Lass uns den Song anmachen, das ist schon. Das ist ein großer Alter. Okay, ihr Lieben. Wir singen dieses Lied mit euch und dann kommen meine Geschwister hier, Ali, Willi Funk. Und ihr dürft es mitsehen, vielleicht gibt es sogar auf der Leinwand. Furcht ist niemals ein guter Berater. Gib uns noch ein bisschen mehr Monitor. Hier drauf. Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Glauben hätte ich den Berge versetzt. Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Glauben im Herzen, der Berge versetzt. Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Hoffnung und Liebe. Wir sagen heute, wach auf Deutschland, werde wieder frei. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Singen, wach auf Deutschland. Wach auf Deutschland, geliebtes Deutschland. Komm, steh auf und werde wieder frei. Wach auf Deutschland, mein geliebtes Deutschland. Mach dich los und dein Sterbe rein. Wir beten für Deutschland. Mein liebes Deutschland, oh, du bist gesegnet, oh, du bist der Heil. Ja, wir beten für Deutschland, mein liebes Deutschland. Ja, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Wo seid ihr, ihr Söhne und Töchter? Wo seid ihr, ihr Söhne und Töchter? Steht endlich auf. Oder wollt ihr für immer mit Masken auf Abstand leben? Nein, niemals. Wo seid ihr, Väter und Mütter? Steht endlich auf! Oder wollt ihr die Kinder der Furcht und der Angst übergeben? Oh! Wacht endlich auf! Verkündet die Botschaft des Friedens, tragt sie hinaus. Ihr Krieger des Lichts, wo seid ihr, die Krieger des Lichts? Steht endlich auf. Oh, die Bäume fallen wieder, die Tränen gebraucht. Wach auf, Deutschland, mein geliebtes Deutschland. Und komm, steh auf und werde wieder frei. Und ich glaube, wir können heute Freiheit ausrufen für unser Land. Lass uns das mal zusammenrufen. Freiheit! Friede! Freiheit! Friede! Sing Freiheit! Friede! Freiheit! Und Friede! Nicht
für unser Land, sondern für diese ganze Welt. Die Welt schaut auf uns. Auf Deutschland, mein geliebtes Deutschland. Und komm, steh auf und werde wieder frei. Und wach auf, Deutschland, die Macht, ein guter Berater, soll man glaube im Herzen, der Berge versetzt. Sing mit Furcht, Furcht ist die Macht, ein guter Berater, sondern Hoffnung, Hoffnung und Liebe, vertreibt alle Angst. Wir brauchen deine Liebe, Herr. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Halleluja. Ihr Lieben, aufgrund der Zeit, der Song ist ein Hammer, ihr könnt ihn hören im Internet. Aus Gründen der Zeit mache ich es kurz, weil wir wollen den anderen Respekt geben. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass wir hier in unserem Land, hier mit dieser Bewegung, das Mandat haben, der ganzen Welt frei zu bringen. Der ganzen Welt. Glaube versetzt Berge. Unsere Botschaft als Christen im Widerstand ist, Liebe ist immer stärker als der Tod. Licht vertreibt jede Finsternis. Probier es aus. Zünd heute Abend in einem dunklen Raum eine Kerze an. Licht vertreibt jede Finsternis. Die Wahrheit ist mächtiger als die Lüge. Heute kommt ans Licht, dass über 1 Million Menschen, 2 Millionen Menschen, ich weiß es nicht, hier versammelt sind. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jawohl. Und ich möchte euch mit einer guten Botschaft hier raussenden. Wenn Gott mit uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Ja. Und ich kann euch versprechen, alles im Blick. Habt die ganze Bibel studiert, ich kann euch versprechen, dass Gott, der Gott, an den wir glauben, Jesus Christus, er ist auf der Seite derer, die Wahrheit lieben, sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Und ein aufrichtiges Herz. Er ist mit uns, er hilft uns. Und es wird uns gelingen. Es wird uns gelingen. Wir werden diese finsteren Mannschaften zurückbringen. Jawohl. Alles andere streiche ich und ich gehe weiter. Ich gehe weiter. So, hallo.